Wir gehen jetzt in eine Übung rein, in der ihr richtig lernt, eure Hüftaußenrotation in der Hüfte zu aktivieren. Ihr befindet euch in Bauchlage. Jetzt Becken aktivieren erst. Genau. Super, habt ihr schon gelernt. Dann kommt der Fuß in die Kniekehle. Wir arbeiten jetzt über die rechte Seite. Ich gebe noch ein paar Tipps oder Dinge, auf die ihr achten solltet. Fuß wird in die Kniekehle gelegt. Könnt ihr in Schuhen, könnt ihr natürlich auch super gerne barfuß machen. Und ihr probiert jetzt erstmal, dass euer Becken hier nicht zu weit von der Matte abhaut. Das heißt, nicht direkt hier hochkommen, sondern beide, also das komplette Becken bleibt an der Matte. Und das Ziel, was ihr jetzt habt, ist, dass das äußere Knie hier angehoben wird. Seid bitte nicht enttäuscht, wenn das am Anfang nicht bis zur Decke geht. Das ist eine sehr, sehr intensive Position. Mir geht es darum, probiert es 2-3 Millimeter am Anfang nur über den Boden zu heben. Das reicht mir. Mir geht es in diesem Part, in dieser Sektion ja wirklich darum, dass ihr die Aktivierung aus dem Kopf auf die Muskulatur bringt, die diese Bewegung durchführt. Das heißt, selbst wenn das Ganze sich anfühlt, als würde das Knie gar nicht hochgehen, ist diese Aktivierung am Anfang super, super wichtig. Und ihr werdet merken, dass umso öfter ihr es übt, umso besser kommt ihr da auch hoch. Aber achtet, wie gesagt, drauf, hier bleibt ihr komplett an der Matte unten und die Bewegung kommt nur über die Hüfte im Bereich des Knies an. Der Fuß wird in die Kniekehle gelegt, also wirklich reingedrückt, und dann seid ihr in einer super Position, um das durchzuführen.